Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Durchgezockt von Pokémon Snap. Mittlerweile befinden wir uns im sechsten Part und ihr seht, wir haben nur noch eine Strecke vor uns und hier können wir das letzte Pokémon fotografieren. Das ist eine geheime Strecke. Man sollte hier das seltenste Pokémon finden können. Das seltenste Pokémon. Ich denke, wir betreten einfach mal die Farbenwolke und wir schauen, was uns erwartet. Die Sternzeichen im Himmel fotografiert. Mew! Aber wir können es nicht fotografieren. Es hat ein Schutzschild. Können wir es zerstören? Es ist weg. Wird um nichts Mewtwo, was wir fotografiert haben? Mist. Komm, Mew. Ihr habt es gerade gesehen. Das Schild ist jetzt abgefallen, das hat sich aber ganz kurz regeneriert. Mist. Und jedes Mal, wenn es an uns vorbeifliegt, dann regeneriert sich das Schild erneut. Kingler dort hinten. Ihr seht schon eine sehr mystische Strecke. Was hat sein Gel verloren? Wir haben Mew, das seltenste Pokémon, auf der ganzen Insel fotografiert. Nein, geh nicht zurück in dein Schild. Bleib bei mir, Mew. Bleib bei mir. Mist. Mew. Es hat wieder sein Schild verloren. Es konnte sich noch nicht vollständig generieren. Regenerieren, nicht generieren. Mist. Aber wir haben, glaube ich, schon vorzügliche Aufnahmen von Mew. Wow. Ah, Mist. Jetzt habe ich es nochmal erwischt. Sehr schön. Mist, jetzt kommt es von der anderen Seite. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ja, naja. Ihr seht schon, das Level dauert schon seine Zeit. Aber zuerst muss man auch mal drauf kommen, dass man das Schutzschild mit Äpfel beschmeißen muss. Ich meine, es ist nicht so offensichtlich. Mist. Beim ersten Versuch hat es wirklich am besten geklappt. Hier oben haben wir Smogomon. Ja, das gibt noch ein paar gute Fotos. Wir haben fast den ganzen Fehler von Mew gemacht. Nein, es ging knapp über den Kopf. Mist. Mist. Ihr hört schon, die Musik wird etwas schneller. Dort hinten im Schatten kommt auch das Ziel hervor. Nach links. Mist, schon wieder über. Das Ziel überschossen. Mist. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um Mew fertig zu fotografieren. Unser neues Fotomodel. Ja, das Exit geht schon auf. Das war's. Die Farbenwolke, auf der wir Mew fotografieren konnten. Nur Mew. Wir haben dementsprechend viele Bilder gemacht. Das finde ich schon gar nicht schlecht von der Größe her, aber ich habe das Gefühl, ein späteres Bild war noch besser von der Größe. 's war das hier. Ja, das ist ein Tick größer. Ja, mehr können wir hier nicht einreichen. Wir reichen Mew ein. Wow! Ist das nicht Mew? Das seltene Pokémon? Mew, das seltene Pokémon, bringt 2500 Punkte Bonus. Hm.
wie soll man sagen, perfekt. Wunderbar. Ja, das Mew, ich fand es immer ein bisschen doof, dass Mew extrem viele Punkte gibt. Ich meine, 2500 erreichen wir mit einigen anderen Bildern nur. Und Mew ist immer das beste Pokémon. Klar, es ist das seltenste Pokémon, aber ob es wirklich auch das beste Foto war, ich bezweifle es mal. Pokémon im Report, es sind nun 63 Arten im Report und das sind alle. Wir haben jetzt alle Pokémon fotografiert. Ich habe auch alle direkt auf Anhieb gefunden, mal abgesehen von Goldini. Aber jetzt gehen wir mal zurück ins Labor und schauen, was uns Professor Eich zu sagen hat. Willkommen zurück! Du hast den Pokémon-Report vervollständigt. Ignatix, du bist ein sehr guter Pokémon-Fotograf. Gratuliere! Ich glaube, jetzt kann ich dir nichts mehr beibringen. Vertraue deinem Gefühl und fotografiere, wenn du ein tolles Motiv vor dir im Suche hast. Obwohl es nach sehr viel Arbeit aussah, ging die Erforschung in der Pokémon-Insel zügig voran. Ja, danke, wir sehen uns später. Bis bald. Okay, bis bald. Drücke A oder B, um zu speichern. Okay, wir sehen uns später. Ja Leute, das sind die Credits von Pokémon Snap für den Nintendo 64. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch alle Bilder, die ich geschossen habe. Ein sehr schönes Intro, wenn ihr mich fragt. Ich denke, ich werde jetzt ein extra Video dazu machen. Für die Pokémon im Pokémon Report. Ich werde es nach dem besten Foto ordnen. Also Mew wird zu oberst stehen. Und nachher schauen wir weiter. Ich lasse euch an dieser Stelle alleine. Ein Fazit gibt es noch. Aber ihr wisst ja, ich habe eine neue Reihe. Die Fazitvideos, ich werde es in ein solches Video packen. Bis dahin. Bis zum nächsten Video, wenn wir alle Pokémon-Bilder anschauen und ich wünsche euch was. Ciao zusammen.